Moinsen und hallo bei Schloff Guitars. Wir wollen euch heute anhand einer Crafter Akustikgitarre zeigen, was Schlofftuned bedeutet. Neben dem Bau von Custom-Gitarren und Bässen und der Reparatur von Saiteninstrumenten jeglicher Art vertreiben wir auch von uns aufgemotzte Akustikgitarren, die nach eingehender Prüfung erst einmal ordentlich Gewalt erleiden müssen. Einmal benutzte Saiten wieder aufzuziehen macht A keinen Spaß und B ersetzen wir die ursprünglichen ohnehin durch Elixiersaiten. Halten länger und klingen geiler. Den Sattel bearbeiten wir noch nach und beim Abrichten ist er ohnehin im Weg, deswegen entfernen wir den gleich mit. Abrichten ist der erste Schritt in Richtung einer optimalen Saitenlage. Wir bringen die Bünde auf exakt gleiche Höhe und verhindern somit hässliches Saitenschnarren. Die Bünde müssen danach noch ausgerundet werden und einigen weiteren Schleifgängen sowie einem Aufpolieren auf Hochglanz unterzogen werden. Dieser Arbeitsschritt wird im industriellen Prozess extrem stiefmütterlich behandelt, weil er einfach zeit- und kostenaufwendig ist. Wir versehen diese Schlofftuned-Instrumente mit derselben Saitenlage, mit der wir auch unsere handgefertigten Custom-Instrumente beglücken. Nach dem Abrichten ölen wir noch einmal das Griffbrett. Jetzt werden sämtliche Kanten des Sattels beigeschliffen, um lästige Berührungspunkte beim Spielen auszuschließen. Und das ist Schlofftuned. Nach dem Einsetzen der Stegeinlage werden die Saiten dann vom Meister höchstpersönlich aufgezogen, der sich dann auch einem der unscheinbarsten, aber wichtigsten Bauteile der Gitarre widmet, dem Sattel. Denn mit dem Kerben des Sattels steht und fällt die gesamte Saitenlage. Wenn der Sattel nicht anständig gekerbt ist, dann kann man einstellen, was man will. Eine flache Saitenlage bleibt komplett unmöglich. Schlofftuned noch einmal im Schnelldurchlauf. Abrichten, Sattel beischleifen, Sattel kerben, einstellen. Ergebnis: Du hast die Saitenlage eines Custom-Instruments auf einer handelsüblichen Gitarre.